215 Meter Tiefe. Ja, da soll sie reingehen, die Seekatze und die ganzen Seltenen. Irgendwo in der großen Tiefe sollen sie rumlungern und ich suche danach. Ein gerade noch beim Xavonis im Stream gewesen. Sensationell. Und er steht da schön auf dem 215er auf dem Loch, auf der tiefsten oder einer der tiefsten Stellen auf der Map und versucht, die Seekatze zu fangen. Da habe ich gedacht, ja komm, Alter, Seekatze muss man doch mal immer wieder mal testen, was denn da alles so geht in der großen Tiefe von 215 Meter und mehr. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Also, zack, hierhin, rausgebreddert. Man muss natürlich quer über die Map fahren und dann geht hier schön aus der tiefsten Tiefe. Na guck, der arktische Rochen zum Beispiel. Auch richtig, richtig nice. Mal wieder in den arktischen Rochen rein. Also direkt wieder raus. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, auch der wieder 2 Minuten noch was. Ich teste tatsächlich gerade, wie schnell diese Kurbel hier auch einkurbelt. Und ich bin fast ein bisschen erschrocken. Denn gerade im Livestream war der Xavonis, der Xavo, mit seiner Wenger 10.000 auch hier, also ganz entspannt, und hatte zum Teil einfach auch schneller die Fische oben. Also Wenger 10.000 im Vergleich zu der Elektrorolle 40er. Also das, oh, erster Biss im Absinken. Das war noch gar nicht bisher. Das ist natürlich ein Ding. Das macht mich natürlich ein bisschen platt. Jetzt das, der weiß hier gerade über 2 Minuten, 2 Minuten 19. Aber das ist schon ein Dingen. Und da muss ich tatsächlich gleich nochmal gucken, ob es sich nicht da vielleicht doch noch lohnt, vielleicht mit einer Turion oder so, mit der 30.000er, die dann vielleicht doch nochmal schneller kurbelt, hier ranzugehen. Und vielleicht geht er einfach ein bisschen mehr oder gehen die Fische schneller hoch. Das sieht ja immer so schnell aus, ne? Mit der Elektrorolle. Zack, draufdrücken auf den Knopf. Zip, fahrstuhlmäßig ist das Ding nach oben gekurbelt. Vielleicht ist es relativ schnell, aber gar nicht so super schnell. Und vielleicht will man auch gar nicht, dass es so sehr, sehr schnell ist. Denn vielleicht reißen dann die Fische nochmal eher ab. Deswegen gibt es ja auch diese Funktion bei den Rollen, dass die eben bei großer Belastung runterbremsen und dann eben langsamer hochkurbeln. Also man hat das bei der Wenger, man hat das auch bei der Turion oder eben hier bei der E-Rolle. Bei vielen Rollen hat man das, dass die eben automatisch runtergehen. So, was haben wir jetzt hier dran? Der nächste kleinere Brocken. Oha, den wollen wir natürlich nicht. Den Köhler. So, jetzt fahre ich erstmal wieder ein bisschen zurück, bevor wir hier zu sehr an der Kante sind. Und dann zeige ich das natürlich auch nochmal eben auf der Map. Sollte aber doch eigentlich klar sein hier. So, da auf der 216, beziehungsweise auch ruhig mal so ein bisschen daneben. Rechts daneben. Ich zoome nochmal eben ran. Also, da, wo die blaue Bohne ist. Und rechts daneben, da eigentlich die ganze Zeit hinwerfen und da einfach dann auswerfen und gucken, was so geht. Vom Setup her, das gucken wir uns natürlich auch noch gleich an, wie das zusammengebaut ist. Das Ganze braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, ne, mit dem Absinken und so. Also das ist jetzt nichts, wo man hier wieder auf hohe Frequenz geht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, jetzt so für diese erste Stunde bin ich schon tatsächlich ganz zufrieden. Mit den verschiedenen Fischen. Also, arktischer Rochen ist schon reingegangen. Die Königskrabbe ist drinne. Dann hatten wir hier einen, den Rotbarsch in verschiedenen. Der Blauling, der normale Leng. Also, es sind ein paar seltene dabei. Und ja, im Großen und Ganzen passt es so eigentlich schon mal ganz gut. Gar nicht verkehrt, ein paar seltene Fische. Ist doch schön, wenn die mal mit reingehen. Und jetzt, wie gesagt, dann immer noch natürlich die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht sowas wie die Seekatze reingeht oder eben der Fußballfisch. Und das wäre doch was hier. Einfach mal schön am 118er. Ach so, vom Setup her, ne? Ich teste hier gerade, ich muss gleich nochmal umstellen. Im Englischen ist es das Classic, hier, Classic Marine Bottom Rig.
Und im Deutschen ist es das Running Ledgerig. Ja, also mit dem Running Ledgerig einfach hier entspannt auf Grund. So sieht das Ganze aus. Einmal Wattwurm, einmal dem Nereis Seeringelwurm. Hoppala. Und das Ganze tatsächlich auf relativ kleinen Haken. Ich wollte anfangs am liebsten mit einem Einserhaken hier reingehen. Nur einen Einserhaken. Schön, fein und klein. Vielleicht probiere ich auch gleich nochmal ein bisschen rum, ob es da nicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Einserhaken und dann auf Masse. Und dann hoffen, dass da vielleicht irgendwann mal einer von den Fischen mit reingeht. Fußballfisch, Seekatze oder sowas, weil man eine schön hohe Frequenz hat, dass man dann vielleicht da irgendwas bekommt. Na klar, will man auch, wenn das Ding mal reingeht, dass es vielleicht schön groß ist oder auch direkt eine Trophy ist. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber es werden ja auch auf diesen relativ kleinen Haken recht große Fische gefangen. Siehe jetzt gerade hier der normale Leng, den ich drauf habe. Mit nahezu 10 Kilo oder über 10 Kilo. Also auch das passt natürlich so schon mal ganz gut. Und warum dann nicht auch hier in diesem schlammigen Untergrund auf diesem, ja, oder an, in dieser Vertiefung, beziehungsweise rechts daneben war ich anfangs die ganze Zeit. Warum nicht da auch einfach mal versuchen? Ich glaube, ich fahre gleich auch nochmal rechts daneben in die Area. Zwischen diese beiden kleinen Löchchen, man sieht das ja hier so ein bisschen, ne? Das ist das große Loch und daneben noch das kleine. Also, dass man da zwischen, in diesem Zwischenbereich dann einfach nochmal probiert. Warum nicht? Einfach gleich nochmal auswerfen, denn das war jetzt anfangs gar nicht so schlecht mit dem Längen. Ah, und ich wollte noch gleich eine Farbe ändern. Und zwar gelb. Ja, den ollen Köhler, der hat jetzt gebissen wieder auf Seeringelwurm und der hat gebissen auf den Wattwurm. Okay. Gelb scheint ja gerade ganz gut zu funktionieren. Deswegen machen wir hier mal die gelben Tubes drauf. Beides mal. So. Und dann testen wir mal, wie es jetzt geht. Ich fahre aber trotzdem noch mal eben kurz daneben. So, hier in diesem Zwischenbereich. Denn auch hier, Motor wieder aus, denn auch hier haben wir nämlich schlammigen Untergrund. Also in der ganzen Area hier ist alles schlammiger Untergrund. Oh, jetzt ist er schon ein ganzes Stückchen weiter gefahren. Naja, egal. Lassen wir einfach mal. Und jetzt halt wieder schön runterlassen und gucken, was hier so geht. Ja, im Großen und Ganzen ist das natürlich etwas wieder für, naja, für die besonderen Fische. Das heißt, man braucht gar nicht unbedingt ein besonders großes Setup. Wir gehen hier ja, wie man hier sieht, mit einem kleinen, nur mit einem 2-0er Haken rein. Das ist die kleinste Hakengröße hier, die man machen kann fürs Running Ledger Rig. Ich habe jetzt extra wegen den Würmern auch diese langschenkligen Haken genommen, weil die eben eigentlich ähnlich sind wie beim Flying Collar Rig. Da hat man ja auch, die sind ja fürs Flying Collar Rig gedacht, diese Haken. Und weil man ja da auch diese langen Kunstköder hat, damit die da so ein bisschen Stabilität haben, habe ich gedacht, komm, die Würmer kriegen auch ein bisschen Stabilität rein. Zack und raus damit. So, gucken wir mal gerade rein hier. Nach Preisen sortieren. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Guck mal an, Alter, was die hier an Cash bringen. Selbst hier die 13 Kilo Köhler sind natürlich flott reingegangen. Das ist nicht schlecht. Erste Stunde 540 Silber. Finde ich schon voll okay. Dafür, dass das hier relativ wenig an Frequenz ist sozusagen. Beziehungsweise Frequenz ist okay, aber viel, viel mehr kriegt man halt auch kaum hin. Ne? Mit dem ganzen Hochkurbeln aus der Tiefe und dem Absinken lassen. Das braucht ja immer viel Zeit. Und wenn man dann halt hier rangeht und man hat einen deutlich vielleicht zu großen Haken hier drauf. Ich würde sagen, vielleicht bis zu einem 4-0er Haken scheint das noch vielleicht so einigermaßen gut zu funktionieren. Aber wenn man da noch drüber geht, dann ist natürlich die Frequenz ratzfatz richtig im Keller. Und dementsprechend ist natürlich dann auch kaum noch Kohle da. Ist vielleicht ein bisschen uncool. Von der Tiefe übrigens, wir haben jetzt hier 216 Meter. Das heißt also, entweder in dem Moment, wo es von 215 auf 216 umspringt, sofort die Bremse machen, vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen zurück einkurbeln, dass man so genau an der Grenze ist. Ich versuche auch meist so 250, ich ziehe nochmal ein bisschen hoch, genau, 215, 216, entweder so knapp einen Meter über
der Größe, also über den angezeigten 216 oder halt genau auf die Höhe. Denn wir haben ja, und da haben wir schon Biss. Jawohl. Denn wir haben ja von der Montage her, ich würde sagen, die gucken wir uns gleich mal nach dem Fisch nochmal kurz an. Wir haben ja diese Montage, wo das Blei schön im Schlamm liegt. Ich habe auch hier jetzt extra nochmal Vorfächer gewählt, die einen Meter lang sind. Und er ist ausgeschlitzt. Ah, okay, dann können wir auch direkt absinken lassen wieder. Schade. Aber egal, besser auf 180 Meter ausschlitzen als 10 Meter unter der Wasseroberfläche. Da ist das schon okay. So, nochmal wieder auf 216, wieder ein bisschen ankurbeln. Machen wir so knapp auf 215, genau. Und jetzt können sie wieder reingehen. Was hat er weggefressen? Er hat mir den Wattwurm weggefressen. Jetzt habe ich nur noch den Seeringelwurm, der muss jetzt hier retten. Also, erster Biss auf Wattwurm, jetzt nur noch ein Lockmittel da unten. Das macht das Ganze natürlich nochmal schwierig, aber auch das wirkt. Sehr gut. Und jetzt kommt der hoffentlich mit raus. Und dann gucken wir uns gerade nochmal eben die Montage an. Denn wenn das Blei, also wir lassen das ja runter. Und dann hängt das Blei unten. Und dann fliegt quasi die Montage, die zwei Leinen, die fliegen dann ja so langsam runter erst quasi auf den Grund. Ich mache das am besten gleich nochmal in Paint allen. Das macht das Ganze auf jeden Fall immer ein bisschen anschaulicher, wenn man das hier einfach nochmal sieht. Und dann, ja, testen wir weiter, wa? Schön mit den verschiedenen Rigs. So, komm rauf hier. Und da sieht man auch schon, auch der wird vielleicht so um die 3 Kilo haben oder so. Aber auch da bremst dann die Rolle schon so ein bisschen runter. Und dementsprechend braucht die echt lange. Vielleicht muss ich das echt gleich nochmal mit der Turion probieren. Mit der 30.000er, wie schnell die dann hochkurbelt. Oder ob die dann genauso ausgebremst wird. Das mache ich aber gleich. So, und da kommt er rauf. Ja, und den Shelly, den wollen wir natürlich nicht. So, jetzt fahre ich nochmal gerade ein bisschen, nochmal ein bisschen Korrektur. Und wieder runter vom Tempo. So wollte ich hier. So, schön genau daneben. Genau so. So, und währenddessen werfe ich aus und dann gucken wir gerade nochmal eben in Paint rein. So, also, wir haben hier jetzt unser Meer. Dann schmeißen wir hier den Köder runter, beziehungsweise die Montage, kommen hier unten an, haben hier natürlich unten das dicke, fette Blei dran. So, und an dem Blei, beziehungsweise die gesamte Montage, sieht ja dann so aus, dass wir hier einmal und zweimal unsere Köder dran haben und an den Ködern dann quasi die beiden Würmer dran haben. Und die Idee ist ja dann, dass wir eben das Blei vielleicht im Schlamm drin haben. Also das taucht halt richtig ein, aber die Würmer, und deswegen habe ich halt hier 1 Meter genommen an Vorfachslänge, dass die noch ein Stückchen oben drüber bommeln. Und deswegen lassen wir das Ganze, wenn wir hier auf Gesamtlänge sozusagen, wenn wir hier 215 Meter haben, lassen wir eben auch das gesamte Seil auf die 215 Meter runter, also die ganze Montage auf 215 oder vielleicht ein bisschen höher, dass es so knapp über dem Schlamm ist, also so einen Meter knapp noch drüber. Aber dass eben dann die Würmer nicht im Schlamm direkt versinken, sondern eben oben drüber bommeln. So die Idee. Und dementsprechend eben hier jetzt auf 216 und zack, da kommt auch direkt der Biss. So soll das sein. 216 knapp über dem Grund oder so gerade, ne, die Grundnähe im Schlamm erreicht und eben die Montage an sich bommelt halt so ein bisschen oben drüber und kann dann an der oder über der schlammigen Masse so ein bisschen locken. Und dann gucken da die Würmer raus und werden schön weggesnackt. Das wollen wir natürlich erreichen. Im Idealfall. Ja, ich ziehe jetzt hier weiter raus und teste gleich tatsächlich nochmal weiter.
Einholgeschwindigkeit. Ich habe tatsächlich auch hier mit dem Handy die Stoppuhr aktiviert und einfach geguckt, Alden, wie lange kurbelt denn jetzt hier die E-Rolle. Ich war echt ein bisschen erschrocken, dass dann die Wenger 10.000 nahezu oder vielleicht sogar noch schneller rausgekurbelt hat als die E-Rolle. Ich meine, es ist entspannt, es fühlt sich auch lässig an, einfach ne, mit dem Autokurbeln. Aber das Autokurbeln, ich verlinke nochmal das Video zum Autokurbeln, das geht ja auch anders. Und da muss man nicht zwingend die E-Rolle für verwenden. Gerade wenn wir hier in solchen tiefen Löchern auf die ganz kleinen Fische gehen, dann kann man eben auch so ganz entspannt mit der Stationärrolle hier angeln. Wie gesagt, mit einer Wenger 10.000 durchaus eine Option, wenn man sowas hat wie eine Overlord, auch durchaus aus eine Option. Deutlich kleiner würde ich da allerdings nicht reingehen, denn hier können eben auch mal ein bisschen dickere Brocken reingehen. So, was haben wir hier? Kleiner Tiefenrotbarsch, auch nicht so ganz mein Ziel, aber ich werfe einfach weiter aus und teste weiter und teste jetzt auch ein bisschen verschiedene Farben nochmal, also hier bei den Tubes, hier auch nochmal die Kombination, also der Tube als Wurm sozusagen und der Wattwurm als Köder als Wurm oder beziehungsweise der Seeringelwurm, gerade auf Grün hat das schon ganz gut funktioniert und den hatte ich anfangs hier mit Rot, aber da gibt es bestimmt noch verschiedene Lockmittel oder Kombinationen, die vielleicht sogar noch besser funktionieren, aber anscheinend geht das hier mit dem Wattwurm auch schon ganz gut auf Gelb. Gucken wir also mal weiter, wie das hier weiter läuft. Ja, so viel dazu. Jetzt heißt es Geduld, Geduld, Geduld. Irgendwann ballert man mit ganz, ganz, ganz viel Glück einer der super seltenen Fische rein. Also, zack, auf 214 hier. Also, entweder die Seekatze, das wäre natürlich sensationell. Oder der Fußballfisch, auch das wäre sensationell. Und ansonsten gehen auch hier ja bisher schon ziemlich gut auch seltene und sehr seltene Fische rein. Das passt doch schon alles ganz gut. Alle selten, selten, selten. Also das passt doch schon soweit ganz gut. Bin ich doch schon ganz zufrieden. Ich mache jetzt hier mal weiter. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und die anderen Tage auch ab 19 Uhr. Bis auf samstags. Bis dahin, Petri.